Hallo liebe YouTube-Fans und weiter geht's bei mir heute wieder mit Evercade und heute gibt's die Technos Collection. Das ist natürlich absoluter Klassiker und wer auf diese Spiele steht, wird super gut bedient, aber man muss sie mögen. Also das heißt, die Cartridge ist nicht wahnsinnig abwechslungsreich vom Angebot her. Also wer auf Brawler und ähnliche Sachen nicht steht, wird hiermit nicht glücklich. Aber wer wird damit mit Sicherheit glücklich, weil es wirklich viele Klassiker gibt. Gehen wir es mal gerade durch. Was gibt es denn hier? Da gibt es Crash and the Boys Street Challenge. Wirklich humoriges, lustiges Game für das NES. Das meiste sind hier eigentlich, oder ich glaube sogar alle, habe ich gar nicht auf dem Schirm jetzt, sind alles NES-Spiele und absolute Klassiker. Wer also Straßenkämpfe mit ein bisschen Story und Tiefgang mag, ist hier richtig. Wer weniger Story und Tiefgang mag, aber dafür so richtig fett draufhauen will und das am besten im Mehrspielermodus, also auf jeden Fall einer der absoluten Starttitel für die VS, gar keine Frage, ist Double Dragon 2. Ja, muss man dazu was sagen? Wahrscheinlich nicht. Ist sicherlich einer der besten Double Dragon Teile. Ob der NES-Teil jetzt der beste ist, na, das lassen wir jetzt mal. Da gibt es echt ganz, ganz unterschiedliche Meinungen zu. Und ich möchte das jetzt definitiv nicht ausdiskutieren. Ich finde, das ist, wenn man zu zweit spielt, auf jeden Fall humorig. Gar keine Frage. Und ich finde, es ist für einen NES-Teil gut gemacht. Dann Double Dragon, natürlich das Original, gibt es natürlich auch in zigtausend Quadrillionen Formaten, wahrscheinlich sogar auf dem Toaster, ähnlich wie Doom. Dann Renegade, da wird die Formel ein bisschen weiter gesponnen und das ist deutlich abwechslungsreicher und auch viel hintergründiger. Der König aus meiner Sicht dieser Art von Spiel von Technos ist sicher River City Ransom. River City Ransom ist, finde ich, sowohl optisch als auch spielerisch das absolute Highlight hier, wenn man eben dieses Genre mag. Super Double Dragon, ah ja genau, da war eins der Nicht-8-Bit-Spiele, ist eine Umsetzung für 16-Bit-Konsole und dementsprechend natürlich grafisch aufwendiger, spielerisch aber wieder das gleiche. Super Spike V-Ball ist Volleyball-Simulation, eben typisch NES, ne? Klar, kann sein, dass ein Sprite weg ist, wenn er den Ball wirft. Aber es ist natürlich, also wer Volleyball mag und dafür eine Umsetzung sucht, klar, da ist sie. Ähnliches mit Super Dodgeball. Wir nennen das, glaube ich, immer noch Brennball. Keine Ahnung. War ich in der Schule nie ein Freund von, werde ich auch wahrscheinlich nicht werden, aber kann man hier natürlich machen. Ja, damit sind wir dann hier durch und ich persönlich sage, wie gesagt, man muss auf diese Art von Spiel stehen. Gucken wir mal in ein paar rein. Im Prinzip ist es immer dasselbe und es ist auch nichts Neues und die meisten kennen es. Aber es ist gut umgesetzt und ja, natürlich ist es irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, ja, es ist das drin, was draufsteht. Und es ist das drin, was man erwartet. Und wenn man einen netten Spieler 2 hat und das Gehen spielt, dann wird man da sicherlich mit glücklich werden. Das ist auf jeden Fall keine Frage. Und es gibt natürlich nachher auch wirklich schöne Levelabschnitte, die sich lohnen. Und ja, ihr seht, da flackert zum Beispiel jetzt rechts im Bild so ein bisschen der Bildstreifen. Wie ihr vielleicht wisst, hat man früher solche grafischen Problemchen hinter verschiedenen Auflösungen oder Screengrößen verpackt. Das seht ihr auch am unteren Rand. Dass man das hier sieht, liegt daran, dass man eben das Original so genau wie möglich emuliert und diese Sachen eben nicht verpackt, weil das eben eine Frage auch des Screens ist und der Screennutzung ist und ja. Also im Prinzip wäre das im Original, oder es ist im Original auch drin. Man sieht, naja, man sieht es eben nur nicht. Ja, das ist eben, es gibt es doch nicht jetzt. So, die Tante will aber jetzt echt ärgern. Ne? So, aber das ist einfach der Emulation geschuldet. Man kann halt wählen, ob man akkurat emuliert oder ob man das kaschiert. Und wenn man es kaschiert, ist es eben nicht mehr akkurat. Das ist, Herrgott, das ist wie 16 zu 9, 4 zu 3. Man kann über sowas echt mega streiten. Will ich aber jetzt hier gar nicht anfangen. Aber auf jeden Fall ist das eine Frage des Originalspiels. Ja, so, ansonsten, wir kennen es alle. Double Dragon kennen wir dann entsprechend auch. Renegade könnten wir vielleicht mal reingucken, weil wieder ein bisschen anders. Aber ihr seht, im Prinzip wiederholt sich die Chose hier natürlich.
Und es ist jetzt nicht wirklich neu, aber was ich eben auch schon sagte, ich persönlich denke, solche Titel gehören definitiv aufs VS, weil natürlich dann auf VS ein zweiter Spieler so richtig gut mitmischen kann und dann macht das natürlich noch viel mehr Böcke. Was ihr hier seht, die Gegner haben dazugelernt, die haben neue Moves drauf. Ihr seht auch, es gibt für den Protagonisten auch ein paar mehr Animationen. Ihr seht aber auch, so wie jetzt gerade, Leko Fania, ja, man darf das Ganze nicht unterschätzen, es ist schwer. Also da sind auch so Sachen dabei, wo man sagt, naja, es hat sich weiterentwickelt. Aus meiner Sicht aber, das habe ich eben schon gesagt, die größte Weiterentwicklung ist sicher River City Ransom, wo man dann sogar in der Stadt shoppen kann und was essen gehen kann und eben verschiedene Wege gehen kann. Und die Story sich in verschiedenen Bereichen entfaltet. Und also ich persönlich muss sagen, das macht richtig viel Spaß. Und ich mag auch diese blöde cartoonige Grafik, wo es eben auch total lustig ist, was für Gesichtsausdrücke die Typen dann eben haben. Und man kann, wie ihr seht, dann eben auch Sachen aufsammeln, diese fallen lassen. Und nachher kriegt man auch Münzen zum Beispiel, die man einsetzen muss. Ja, da ist schon wieder einer, genau. So, und das ist definitiv ein Spiel, wo ich sage, das ist für damalige Verhältnisse definitiv so eine Art Neuerfindung des Genres und bringt das Ganze auf eine ganz andere Ebene und macht einfach auch eine Menge Spaß. Und ja, die Charaktere sind liebevoll und man kann sich damit identifizieren. Und wenn man wirklich viel Zeit da reinsteckt und was hier natürlich aufgrund der Save States einfach auch wesentlich besser möglich ist als im Originalspiel, dann kann einem das Spiel schon so richtig ans Herz wachsen. Also es ist definitiv für mich hier ein Tipp. Ja, dann haben wir hier natürlich die 16-Bit-Variante. Vielleicht auch mal ein kurzer Blick, einfach damit man sieht, ja, auch hier hat sich was weiterentwickelt. Und auch hier ist das Ganze natürlich nochmal ein Schritt nach vorne, zumindest von der Optik her. Aber es bleibt vom Spielprinzip her ähnlich. Aber sind wir mal ehrlich, das ist eigentlich auch das, was man will, wenn man Double Dragon liest, wenn man solche Spiele spielt. Da will man gar nicht, dass das Rad neu erfunden wird, sondern da will man eben more the same. Was wir jetzt ganz klar sehen, also gut, neu erfunden hat sich zum Beispiel ja Streets of Rage. Das wissen wir ja alle. Das ist gut gemacht und ja, im Prinzip ist das hier damals der vorsichtige Versuch, was Ähnliches zu machen. Und aus meiner Sicht ist das auch gelungen. Ja, ihr seht, das ist wirklich ansprechend und ich kriege jetzt hier wieder richtig gut auf die Mütze. Ich habe es jetzt auch lange nicht gespielt, aber man hat jetzt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, auch sich, ja, wir haben es gerade hier, abzuwehren und dann eben einen Konterangriff zu landen. Und das sind natürlich so Sachen, die sind hier neu. Aber ansonsten, more of the same, aber einfach gut. Ja, die Sportspiele, wie gesagt, sind jetzt nicht so meins, die lasse ich jetzt mal raus. Aber im Wesentlichen, ja, das, was draufsteht, ist drin. Das kriegt man, das ist gut umgesetzt. Man hat sich die Mühe gemacht, das anständig zu emulieren. Was will man wer? Wenn man darauf steht, wird man hier gut bedient. Ja, das war's von mir. Bis dann, ciao.